Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Rogue Legacy. Ja, im letzten Part haben wir uns ja die Rune des Vampirismus gegönnt. Und jetzt schauen wir uns das ganze Ding mal an. Rune des Vampirismus plus 1, das kann man anscheinend auch noch upgraden. Oder könnt... Moment mal. Bietet das die mir hier direkt schon an? Ausgerüstet plus 1? Nee. Keine Ahnung. Vielleicht kann man die noch anderweitig finden. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder kann sie später upgraden. Werden wir sehen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal weiter. Jo. Da kriegen wir kein Gold gut geschrieben. 5 Gold sind weg. Jo, das war klar. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Walküre sich schlägt mit ein bisschen Lebensreck drin. Mal gucken, was da abgeht. Ah, krass. Was ist das überhaupt für ein Talent von ihr? Moment. Umlenker. Zerstört mittelgroße Geschosse und macht sie zu Mana. Lädt sich bei Treffern wieder auf? Lädt sich voll auf, wenn du erfolgreich parierst. Cool. Dann hat sie halt ihre Waffe und Leben durchschnittlich, Mana hervorragend, Kampf erprobt, Mana und Volltrefferchance erhöht und so weiter und eine Feuerkugel. Ja, eigentlich ganz nice. Cooler Charakter, glaube ich, oder? Kann man damit arbeiten. Hat noch eine mittelgroße Range hier. Das ist auf jeden Fall mal nice. Und irgendwas stand da mit dem goldenen Tor. Ich soll doch da reingehen. Das war doch im letzten Part, haben sie das doch irgendwie... Da am Schluss kam doch so eine Meldung, irgend sowas. Naja, egal. Machen wir einfach mal weiter. Hier, Feuerball. Wey, wie ich abgehe. Wahnsinn. Stimmt, Lebensreck. Sehe ich da schon was? Ne, 262. Leben immer noch am Start, logischerweise. Ja gut, da passiert noch nichts. Schauen wir uns mal alles an und schauen uns mal ordentlich um. Ja, der Schaden dürfte auch mal ein bisschen stärker werden. Bei ihr können... Was stand da? Fähigkeit 1... Achso, Fähigkeit einsatzbereit. Ja, alles klar. Ja, die... Das läuft doch. Autsch, das läuft nicht. So, jetzt gucken wir uns mal an. 231 Leben habe ich. Ja, super. Ein Leben regeneriert. Traumhaft. Naja, besser als nichts. Ist das dann pro Hit? Ne, pro Gegner, ne? Ja. So, Mana wiederhergestellt. Genau, so ein bisschen halt. Es hilft ein bisschen, es ist noch zu schwach. Aber das kann man noch mit Ausrüstung, glaube ich, weiter verstärken, wenn ich das richtig im Schädel habe. Und es könnte auch so generell mal helfen. Das ist ein gemeiner Raum, da wollen wir nicht hin. So, da ist auch keine Möglichkeit, irgendwo reinzugehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was würde ich gern mal einen Bossraum finden? Das war ja eigentlich die Meldung das letzte Mal. So Bossraummäßig. Von wegen, geh mal in das goldene Tor und so ein Kram. So, mal ganz kurz gucken. Was hätten wir für Möglichkeiten? Oben und rechts und so. Ah, und hier unten links noch. Gehen wir mal hier unten links. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Das war wieder ein Portal einfach nur, ne? Ja, Portal nach oben. Und hier könnten wir wieder irgendwelche Sachen uns holen. Lotusstängel. Ah, diesmal wird es funktionieren. Wir hätten genügend Mana und dann könnt ihr da irgendwie blocken. Erhöht dein momentanes Gold um 35... Eidesrelikt. Erhöht dein momentanes Gold um 35%. Ein Leben verloren, eine Familie auserkoren. Vergiss deine Menschlichkeit, dann gibt es keinen besseren Handel. Verlasse diese Welt, also dann stirbt man einfach und kriegt 35% Gold noch obendrauf und das war's. Das ist ein bisschen wenig. Dann machen wir doch lieber das hier mal. Ich verliere da ein bisschen Entschlossenheit. Und normalerweise sollte ich jetzt zwei Angriffe blocken, wenn ich 150 Mana habe. Dann müsste sich das irgendwie aufladen. Ob das so ist, müssen wir jetzt mal sehen. Mit dem anderen Char hatte ich eben keine, oder an der anderen Folge, hatte ich da keine, nicht genügend Mana am Start. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Mal gucken, ob es so ist. Wir werden es gleich sehen. Da hätten wir schon einen ordentlichen Defense-Charakter sozusagen. Ja, das war sogar richtig, hier rauszugehen, finde ich. Das wäre sonst, glaube ich, in die Hose gegangen. So, hier kann ich ja durchspringen. Kein Problem. So, hier den da. So, das Ding hier pieksen wir auch locker weg. Oh, da kommt ein bisschen... was angeflogen. Mana ist noch nicht voll. Ich gucke jetzt natürlich, dass meine Mana voll werden. Was mache ich denn da? So. Hier über Angriffe und so. Und dann dürfte ich ja gleich... Oh, was war das jetzt? Jetzt hat man es kurz gesehen. Irgendwas ist da weggeblockt. Was war denn das? Ja, angeblich blocke ich jetzt irgendwas ab. Aber das ist nicht passiert. Ich habe nur mein ganzes Mana verloren. Verstehe ich nicht. Ist das Ding jetzt weg oder was?
Nö. Ist irgendwie immer noch am Start. Vielleicht ist es jetzt erst aufgeladen oder so. Steht da irgendwas von zwei Angriffen? Habe ich das jetzt irgendwie vercheckt? Wahrscheinlich, ne? Oh, keine Ahnung. Wir werden es schon irgendwann noch testen und richtig checken und so. Oh nein, das wollen wir nicht. Nein, was mache ich denn da? Och, jetzt hat er den Schlag da nicht ausgeführt. Oh, gut, okay. Gib mir Mana und lad meinen Lotusblütendingens da auf. So, da komme ich nicht hoch. So, da hauen wir doch einfach mal die Tür ein. Ganz gemütlich. Oh, das war keine gute Idee. Also irgendwie stand da wieder geblockt. Habe ich kein Leben dann verloren, oder was? Das könnte so sein. Achso, hier kann ich einen Hebel ziehen. Ah, krass. Oh, was ist das denn? Verliere kein Leben. Jo, ne? Kann ich irgendwie blocken? Ah, krass. Oh, ich glaube, das war gut. Rune des Gesteins. Ein Herz für Erz. Erhalte mehr Erz. Gut, okay. Habe ich jetzt Ach, das sind Erze. Das rote da. Oder was? Ist das so? Oder ist Erz... keine Ahnung. Nee, kann eigentlich nicht sein. Erz wäre eigentlich Metall, ne? Also das, wo ich 2135 habe. Habe ich die jetzt automatisch angelegt oder muss ich die jetzt noch bauen? Die muss ich wahrscheinlich bauen, ne? Egal, sehr geil. Haben wir bekommen. Wunderschön. Ja, das da haue ich alles mal weg. Gucken wir mal hier rein. Hört man mich noch? Jo, 7 Minuten haben wir auf der Uhr. Und ich muss jetzt mal gucken, ob ich da irgendwie Leben verliere, wenn mein Mana voll ist und so. So, wenn ich gleich mal wieder getroffen werde. Oder ob das wirklich so geil Defense ist, wie ich denke, dass es Defense ist. 212 Leben. Naja, das ist eigentlich wenig. Kann eigentlich nicht sein. Wir müssten eigentlich... schon mal Leben verloren haben. Das da kann wieder keiner lesen, nehme ich an. Ja, sie kann es auch nicht. Ich weiß nicht, wie man das dann können kann. Wahrscheinlich muss man das skillen oder irgendwie irgendein Charakter kann das halt. Keine Ahnung, werden wir noch rausfinden. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Naja, egal, machen wir so die Gegner weg. XP geht hoch. Oh, wie dämlich. Ah, tatsächlich, es wurde geblockt, oder? Der Angriff, jetzt habe ich erst Leben verloren. Das ist schon nicht schlecht. Wenn man da viel MP hat... Das ist schon geil, Defense. Sehr schön. Könnte schlechter laufen, würde ich sagen. So, 590, nein. Ach, Gott sei Dank. 590 Gold haben wir, wollte ich eigentlich sagen. Das mit den Blocken ist ja auch mal geil. Oh, was ist das da? Bratpfanne, erhalte einen Segen der Stärke. Schlage mittelgroße Geschosse, um sie zu reflektieren. Reflektiere um aufgeladen. Was? Ist das eine neue Waffe oder was? Bratpfanne. Neugier befriedigt. Okay. Tatsächlich, es ist jetzt eine neue Waffe. Ach du Scheiße. Ach krass, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ist ja mal geil. Die Kuriositätenläden und die Macht der Segen. Kuriositätenläden gewähren denjenigen, die ihre Waren nutzen, mächtiges Segen. Wechsle die Waffen, um einen Segen der Stärke zu erhalten, der zusätzliche Waffenschaden gewährt. Wechsle die Zauber, um einen Segen der Weisheit zu erhalten, der zusätzlich Magieschaden gewährt. Wechsle Talente, um einen Segen des Talents zu gewähren oder zu erhalten, der zusätzlich Entschlossenheit gewährt. Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall angeblich stark. Was geht denn hier ab? Das ist der Bossraum, oder? Ja, Hartlederumhang. Das ist der Bossraum. Sehr geil. Den hau ich weg. Jetzt wird er umgemöbelt. So sieht's aus. Die Tore des Thronsaals sind zurzeit verschlossen. Was? Nee. Warum? Warum sind die verschlossen? Was muss ich denn machen, dass sie nicht verschlossen sind? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Es wurde doch gesagt, dass die Tore offen wären oder sowas. Oder hätte ich dafür den Run speichern müssen? Oh, keine Ahnung, ey.
Okay, jetzt können wir so da durch. Oder wie kann ich den dann öffnen? Ich doof. Stirb. Genau, sehr schön. Ach krass, habt ihr es gesehen? Das Metallding da verliert auch Leben. Oder? Nee. Ah nee, das ist brennt. Ah, ja, es brennt nur ab, aber es passiert nicht wirklich was. Linky, stirb. Ja, da kann ich nicht so leicht hinballern. Und da oben komme ich doch easy hin. Was soll das? Ach so, ja, dann kriege ich aber den Hit da ab. Okay. Jo, gut. Achso, und dann müsste ich dort weiter jumpen. Okay, alles klar. Also es wäre sinnvoll gewesen, den hier wegzuhauen. Hm. Jo, läuft doch. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie es denn jetzt weitergeht. Kann ich die Dinger da weghauen? Nee. Schlecht. Was haben wir hier Schönes? Wieder Gold und sonst nix. Hm. Mach die Tor, den Thronsaal auf oder so. Was muss ich dafür machen? Gut, wir hätten unten ein Portal, oder? Das war ja ein Portal da unten. Wundert mich immer noch so ein bisschen, dass ich da nicht rein kann. Hm. Mach das Ding auf. So, und das war ein normaler Portal. Ja, ist ein Portal, okay. Also, Eingang speziell Thron. Okay. Ne, dann gehen wir nochmal zu... Also, ich bin ja beim Thron. Hm, ja, dämlich. Vom Thron zum Thron geportet. Auch nicht schlecht. Hm. Jo, dann schauen wir mal in den anderen Gebieten noch nach, was ich da noch machen muss. Keine Ahnung. Aber man merkt schon deutlich, dass es ein bisschen besser läuft. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Jetzt mit der LP-Regeneration und mit dem Relikt, das uns da schützt, finde ich schon mal ganz cool. Sagen, schieße ich da irgendwie Flammen? Nee. Ja, wir hören das. Ja, wir können da nichts machen. Die ganzen Animationen sind aber schon geil gemacht. So, und das ist ja auch ein normaler Porter. Und das hier war wieder. Was war das mit der Kerze da? Ein Erbstück. Okay. Vielleicht, dass ich da die Stimmen hören kann. Das wäre ja mal nice. Ja, so ein Buch. Das klingt doch gut, oder? Aesop vom Folianten. Junge, Junge, sieh mal einer an, was wir hier haben. Eine weitere Seele, die sich breit machen will. Hast ein Auge auf meine Macht geworfen, was? Na, dann lass mich dir mal was flüstern, Kleine. Ich sehe alles. Ich sehe hinter jede Lüge, jedes Ego, sogar hinter die Zeit. Ich sehe den Kern jenes Gefühls direkt auf die nackte Wahrheit. Und weißt du, was ich sehe, wenn ich dich angucke? Ich sehe eine hasenfüßige, mickrige Seele, der Rotzer aus der Nase läuft und dir einen abschussbereiten Kackestift im Hintern stecken hat. Kleine, wenn du von außen schon so hässlich bist, will ich gar nicht wissen, wie es da drinne. Hm, interessant. Wie viele Leute hast du da drinnen, Kleine? Ah, okay. Weiß ja nicht, welches Spielchen du hier spielst, aber kannst dich ja gern an meiner Herausforderung versuchen. Könnte lustig werden. Kleiner Tipp für dich, Rotznase. Ich habe die Macht der Empathie. Nutze sie, um die Prüfung zu bestehen. Hör auf diejenigen, die vor dir gescheitert sind. Lern aus ihren Fehlern und vielleicht, ich sage vielleicht, hast du eine Chance. Jo. Gucken wir mal. Innere Dämonen. Mhm. Was soll das jetzt? Was? Stimme dich auf Erinnerungsfragmente ein, um unterbewusste Gedanken zu hören. Schon wieder verirrt. Jeder Weg war der falsche. Okay, Demetrios, beruhige dich. Erinnere dich an das, was die Ältesten dir beigebracht haben. Gib dir jemand zwei Möglichkeiten, verbirgt er eine dritte. Aha. Also hier Weg runter, Weg rechts. Und dann gibt es eine dritte Variante, genau. Genau, hier runter drücken und A. Ach geil, lustig. Das ist immer cool gemacht. Was jetzt hier? Bin seit Stunden hier runter, hier unten. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Hindernisse sind nur verborgene Chancen. Was haben die Ältesten damit gemeint? Kann ich diese... Sie drehen Ketten irgendwie zu meinem Vorteil nutzen. Ich habe zu viel Angst, um es zu versuchen. Wahrscheinlich hier mit dem Schlag da, oder? Ich probiere es mal.
Ah, oder so, dass ich mich darüber kloppen lasse. Oder? Ich weiß es nicht. Hm, falsches Timing. Ich weiß, keine Ahnung. Ah! Ist das damit gemeint? Ich weiß es nicht. Wenn ich die schlage, passiert ja, denke ich mal, nichts. Nee, das schaffe ich auch nicht. Ich muss... Ja, genau. So komme ich hier hoch. Aber da verliere ich schon viel Leben auch. Immer wenn ich getroffen werde, habe ich halt kurz wieder so eine Doppelsprungmöglichkeit. Uah! Ja gut, das war schlecht. Ich muss mich hier treffen lassen. So, hier. So, ne? Boah, ey. Wenn das so gemeint war, ich weiß es ja auch nicht. Ist ja mal übel. Ah! Irgendwann schaffe ich es halt nicht mehr. Vom Leben her. Gib mir Leben. Oh. Okay. Und nun? Ah, hier in die Mitte kommen. Oh Gott. Oder? Nee. Boah, Alter, wie soll denn das gehen? Habe ich überhaupt die richtige Idee? Ja, und jetzt hier hoch nochmal. Ach du Scheiße. Ja, cool. Wir haben es geschafft. Irgendwie. Gut, ich bin mega angeschlagen. Ach du Scheiße, ey. Ich will nur noch hier raus. Ich will es schaffen. Ich will die Stimmen da hören. Das wäre schon sinnvoll. So, und jetzt hier. Da vorne ist ein Albtraum. Die Ältesten sagen, dass sie mächtige, nihilistische Gedanken sind, die gewuchert und verrottet sind. Gewalt erzeugt Gewalt. Wenn ich irgendwo in der Nähe einen Angriff initiiere oder einen Zauber wirke, wird er aufwachen und zurückschlagen. Bleib ruhig und sie werden nicht angreifen. Okay. Ja, wie soll ich dann hier durchkommen? Ja, oder so halt. Alter. Autsch. Ja, das ist gar nicht mal so unschwierig. Freundlichkeit erreicht, was Gewalt nicht kann. Wenn ich an den Albtraum vor mir komme, kann ich ihn vielleicht beruhigen. Mhm. Ah, okay. Jetzt habe ich den einen beruhigt, oder was? Hm, das ist ja auch mal nice. Ah, cool. Komm, beruhig dich, genau. Und hier, und jetzt darf ich da rumkloppen. Sehr schön, haben wir auch gerafft. Glaube ich zumindest mal. So, hier den da. Wunderschön, traumhaft. Oh, beruhig dich. Nein, wie soll ich den da oben beruhigen? Wie soll denn das denn gehen? Achso, über die Fallen einfach nur, okay. Ah, krass. Direkt mal richtig gemacht hier. Sehr schön. Ach, sind wir nicht gut. Und jetzt hier muss ich das gleiche wieder machen, oder was? Denke ich mal, oder? Komm ich da wieder hoch? Ja, ich muss dafür sorgen, dass die einfach ganz runterfallen, oder was? War es das schon? Keine Ahnung. Das könnte es gewesen sein, oder? Nee, noch nicht. Ah, hier. Dann, okay. Das war's. Tschüss. So, nochmal ausgeschaltet. Jetzt dürfen wir hier wieder reinbretzeln. So, habe ich noch MP? Ja, jetzt habe ich gleich wieder meine Regenerationsfertigkeit da. Was war das gerade? Achso, das Ding ist wieder aktiviert. Okay. Genau, und jetzt halte ich wieder da Treffer aus. Ja, ist schon interessant gemacht. Cool. Mit den Rätseln da. Gefällt mir gut. So, Mana zurückgewonnen. Das Ding wieder ausschalten. Jetzt dürfen wir wieder reinhauen. Ach. War's das endlich mal? Bitte. Sieht fast so aus, oder? Komm, gib mir ein Buch. Sehr schön.
Haha, Glückwunsch, Kleine. Du hast bewiesen, dass du zuhören und lernen kannst. Damit kommst du weit in dieser Welt. Denk dran, Leute lügen, aber Gefühle sagen immer die Wahrheit. Oh, und eins noch, Kleine. Manchmal lohnt es sich, eine emotionale Verbindung zu deinen Gegnern zu suchen. Ich weiß, mit dem du dich kloppen wirst... Was? Ich weiß, mit dem du dich kloppen wirst und du solltest es auch wissen. Genug Blabla für heute. Los, Kleine, nimm dir meine Macht der Empathie und gib Gummi. Sehr schön. Aesops Almanach. LRB, um Erinnerungen zu lesen und Albträume zu beruhigen. Sehr schön. Erkenntnis erklärt innere Dämonen. Drücke RB, um Erinnerungen zu lesen. So, und das darf ich ja jetzt unten beim Bossraum dort machen. Ah, oder hier mit dem Quatschen. Noch jemand, der Aesops Folianten trägt. Sei gewarnt, Reisende. Denke darüber nach, was du lernst. Die Wahrheit kann beirrend sein. Okay. Wenn du das sagst, gehen wir mal runter zum Bossraum, oder? muss ich ja, oder? Ist ja klar. Mal gucken, was die dort labern. Ich weiß nicht, wer es angestellt hat, aber Lamnest schafft es, wieder und wieder seine Spur zu verwischen. Es gibt keine andere Wahl. Und wenn wir diese Insel verlassen wollen, müssen wir in den Thronsaal eindringen. Nur sein königliches Gefolge weiß, wie man die Tore öffnen kann, doch ich habe sie beobachtet. Neben den Toren gibt es zwei Fackeln. Sie müssen mit einem Schlag entfacht werden, damit sich die Tore öffnen. Ach. Okay, die Fackeln erlöschen schnell. Wir müssen uns also beeilen. Es muss eine Möglichkeit geben, schnell von der einen zu der anderen Seite zu gelangen. Sind denn die Fackeln? Wie doof. Hä? Check ich nicht. Sind das überhaupt die Fackeln da? Meinen die denn? Und was stand da gerade für eine... Moment mal. Oder kann ich jetzt einfach reingehen? Ne, sind zurzeit verschlossen. Check ich das nicht? Ganz kurzer Moment, hier. Öffne das Tor zu Agarats Thronsaal, Zitadelle Agara. Beide Lampen müssen rasch durch einen Schlag mit dem Fuß entzündet werden, um das Tor zu öffnen. Hä? Mit dem Fuß? Was? Ach so. Ah. Ach. Gut, okay. Ah. Und jetzt können wir zum Boss. Den Weg erleuchten, Eingang entsiegelt, Lamnests Thron. Jo, jetzt wird's spaßig. Game over. Nice. Estuar Lamnest, der erste Zauberkrieger. Den machen wir jetzt mal weg. Autsch. Oh, wie ich geil ausgewichen bin. Jo, wie viel Leben hat denn der? Rennen mag er schon mal nicht so gern. Was macht er jetzt? Den Move da? An die Decke schauen. Oh, 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 jo, klar. Kamehameha oder was? Ja, mit ein bisschen mehr Damage würde das doch gehen, oder? Autsch, jo. Hat er mich mal schön vermöbelt. Ja, war absolut nice. Valkyrie Rang 1 haben wir direkt freigeschaltet. Ausrüstungsgewicht plus 10. Da können wir auf jeden Fall was machen. Neue Waffen etc. Wobei ich jetzt noch weiter auf die ganz normalen Werte gehe. Solange das noch Sinn macht. So, wen haben wir dann da? Zwangsstörung haben wir hier. Chronisches Erschöpfungssyndrom. Ach du Scheiße. Plus 25 Gold. Und da hätten wir hier noch einen Magier. Machen wir mal so eine Zwangsstörung, oder? Ist ein Ritter. Jo, alles klar. Schauen wir uns auch im nächsten Part dann an. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch kaufen. Können hier machen Ausrüstungsgewicht erhöhen. Runengewicht erhöhen. Wäre nice. Auf 24 müssen wir kommen, um hier die dauerhaften Werte-Bonis freizuschalten. Was auch absolut sinnvoll ist. Denke ich mal. Und hier könnten wir ein Duelland freischalten, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ich guck mal gerade. Hier kostet das jetzt 185 und das 270. Wenn ich jetzt hier sowas freischalte. So, Hüte
auf Helmen, Stich, Stoße und Tanze um deine Feinde herum, bis diese Lappen schlapp machen. Bei Duellanten dreht sich alles um Finesse, weiche Angriffen aus und verteile dann Schaden mit dem Doppelhieb. Jo, wir wechseln mal auf die Klassen. Jetzt gucken wir mal, ob das irgendwie teurer geworden ist. Jo, ist es. Okay, jetzt zum Beispiel hier, also da ist wirklich eine Inflation mit eingerechnet. Hier geschickt plus 1. Oh, um kritische Treffer zu erhöhen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das gefällt mir gut. Das könnte wichtig werden. Machen wir jetzt mal. Jetzt gucken wir auch nochmal hier. 200 und 285. Ja, es wird, glaube ich, ja, es wird höher. Es wird teurer. Alles wird immer teurer. Okay. Hier können wir da Assassine freischalten später. Ja, gut. Ich könnte nochmal auf Crit hier gehen. Machen wir mal. Und dann hier Damage nochmal erhöhen. Das war's, ne? Jetzt wird alles allmählich halt teurer. Gut, den Koch noch freischalten wäre auch sinnvoll. Läuft er dann mit einer Bratpfanne darum? Ist das der Typ dann, oder was? Und hier die XP zu steigern, wäre sicherlich auch nicht ganz so schlecht. Kommen wir auch schneller voran. So, Zwangsstörung. Zerstörte Objekte geben Mana. Nice. Ja, da bin ich doch dabei. So, ganz kurzer Moment. Ich möchte was anderes noch gucken. Hier den da. Was bringt das Duellant? Geschick plus Prozente. Okay, alles klar. Deswegen wollte ich das unbedingt machen. Ganz kurzer Moment noch. Wo sehe ich denn das mit Crit-Chance und was weiß ich? Volltreffer-Chance. Also zusätzliche Trefferchance. Mhm. Okay, alles klar. Also ist noch nicht viel passiert oder so, oder? 110% Fähigkeit, Volltreffer, Skalierung, keine Ahnung. Ja, also irgendwas, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Ja, irgendwie haben wir eine Crit-Chance anscheinend. Ja, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Absolut nice, macht richtig Bock, das Game. Und dann bin ich mal gespannt, wie es denn weitergehen wird. Was der alles so kann und so, das werden wir dann noch rausfinden. Ja, kann sich auch so drehen und so ein Kram. Richtig nice. Ja, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.